Willkommen beim neuen Video von mir. Warmen Kaffee braucht man einfach, wenn die Temperaturen draußen so kalt sind. Es ist jetzt gerade der Wintereinbruch gekommen und es ist überall ein Schneechaos zurzeit. Da passt gerade ganz gut, dass ich gerade die Fotos von Toronto fertig bearbeitet habe. Da war es nämlich auch richtig kalt, wie wir da dort waren. Schneestürme, eisig kalter Wind. Und jetzt habe ich die Fotos, wie gesagt, endlich fertig. Und in dem Video möchte ich euch die ganzen richtig geilen Fotos aus Toronto zeigen in Schwarz-Weiß. Aus dem Grund, weil es bei einigen Fotos einfach so gut passt, wenn man die in einem schwarz-weißen Stil bearbeitet. Das schaut dann so cool aus. Und genau die Fotos möchte ich jetzt zeigen. Die allerbesten Fotos aus Toronto, beziehungsweise Toronto in schwarz-weiß. Viel Spaß dabei. Kleine Slideshow Toronto in Schwarz-Weiß gefallen. Gebt mir auf alle Fälle Feedback, ich würde mich freuen und bin schon gespannt darauf, wie ihr meine Fotos so findet. Und gebt mir Bescheid, wie euch solche Videos gefallen mit den Fotos, wenn ihr die so dranhängt. Ich persönlich finde das eine ganz coole Idee, einfach so die Fotos zu präsentieren. Weil ein Blog, das ist dann doch oft ein bisschen unübersichtlich, da sieht man es teilweise nicht so gut. Darum finde ich das eine ganz coole Möglichkeit. Außerdem mit der Musik kann man das Ganze dann vielleicht ein bisschen besser geltend machen oder zur Geltung bringen, muss ich sagen. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Channel abonniert, wenn euch solche Videos gefallen und wenn euch generell solche Themen interessieren. Und sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's es gut.